Besser Englisch lernen. Hallo, hier sind mal wieder die Karin und die Beate von Besser Englisch lernen. Und heute möchten wir euch unser Teacher Training Seminar vorstellen. Das war wie oft? 2-3 Mal auf jeden Fall. Letztens 4 Mal jährlich bei uns stattfindet. Genau. Das ist ein Seminar für Existenzgründer, also Männer oder Frauen, die sich hauptsächlich gerne Frauen haben. Ich glaube, ich könnte die Männer im Seminar in einer Hand abzählen. Ja. Die sich selbstständig machen wollen mit einer Sprachschule für Kinder und Senioren. Das Seminar bereitet einen auf die Selbstständigkeit vor und auf das Arbeiten mit Kindern und Senioren. Alles, was so da so drum und dran ist. Mhm. Im Moment sind es 3 Tage. Oft Freitag, Samstag und Sonntag. Wir starten Freitagmorgens um 10. Freitag ist mein Teil. Wie gründe ich ein Unternehmen? Wie muss ich versichert sein? Also die Krankenversicherung und die Rentenversicherung. Wie kann ich einen Raum anmieten, mit welchen Kosten muss ich rechnen, welches Material brauche ich, wie hoch sind die Anschaffungskosten, wie sieht die Werbung aus, wo kann ich Werbung machen, Postkarten, Flyer, Internet, wie sieht es aus, so alles mal rund um Existenzgründung am Freitag. Samstag ist dein Tag. Genau, am Samstag übernehme dann ich. Da fängt der Tag an mit Gehirnentwicklung. Wie lernen Kinder? Warum fangen wir überhaupt so früh an mit Englisch? Und natürlich auch darauf abgestimmt, wie funktioniert sinnvolles Lernen für Kinder, da die Gehirnentwicklung so und so zu dem und dem Zeitpunkt stattfindet. Mhm. Das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema und ich finde es total faszinierend und auch die Teilnehmer sind eigentlich immer ganz interessiert bei der Sache. Ich mag besonders deinen Teil, die hat längere Zeit in Kairo gelebt und kann einfach mal so eine kleine Sprachlerneinheit auf Arabisch durchführen. Und dann sieht man plötzlich, wie schwierig Sprachen sich fühlen kann. Ich war bestimmt schon 10 Mal dabei und ich kann immer noch nicht auf Arabisch auf 10 zählen, obwohl sie es echt fest mit uns geübt hat. Ja, also das ist, finde ich, auch immer ganz aufschlussreich. Am Nachmittag geht es dann auf das Thema Probestunde zu. Das ist einfach ganz wichtig, weil da ja die Eltern und die Kinder dann zum Schnuppern kommen sozusagen und aufgrund von dieser Schnupperstunde sich dann hoffentlich entscheiden, ihr Kind anzumelden und am Kurs teilnehmen zu lassen. Deswegen wird das auch viel trainiert und wir üben das ganz oft, dass man einfach diese Stunde frei und offen mit großer Begeisterung und Spaß und vor allem auch eben sicher abhalten kann und somit hoffentlich die Kinder sich in großer Zahl anmelden und begeistert beim Englischlernen mit Chris dann dabei sein können. Sonntag ist mein Lieblingstag, weil Sonntag der praktische Teil ist. Mhm. Ja. Das heißt, Sonntag wird gesungen. Here we go round the mulberry bush, the farmer in the dell, Duck, Duck, Goose gespielt, es wird gemalt, es wird gehüpft. Nach den Basteleien werden gemacht, es wird... Also der ganze Tag ist eigentlich strukturiert wie eine ganz lange Unterrichtsstunde. Also wir fangen mit den Flashcard Games an, wir führen Lieder ein, Reime, wir lernen Nursery Rhymes kennen. Genau. Wir sitzen, stehen, rollen, tanzen hier durch den Raum und es ist einfach immer ein ganz abwechslungsreicher, bunter, lustiger Tag, bei dem alle viel Spaß haben. Also die Seminare... Grundsätzlich finden die schon hier in Stuttgart, also bei uns in Filderstadt, statt. Aber bei einer größeren Gruppe, ab 4, 5, kommen wir gerne auch vor Ort. Genau. Es gibt bei uns auch die Möglichkeit von einem Einzelcoaching. Das heißt, wenn jetzt jemand schon gewisse Vorkenntnisse hat oder sich eben nicht so ganz vorstellen kann, in der Gruppe hier teilzunehmen oder auch die Zeit vielleicht nicht hat, 3 Tage zu kommen. Oder es einfach ganz speziell braucht. Wir haben Englischlehrer, die unterrichten schon, sind aber noch nicht Erwachsene, wollen aber sich interessieren sich für Kinder oder die sind jetzt irgendwo angestellt und möchten sich selbstständig machen. Die passen dann manchmal nicht so in dieses 3-Tage-Seminar und dementsprechend bieten wir dann Einzelcoaching an und gehen individuell auf die Fragen und Anforderungen der jeweiligen Person ein. Genau.
Also alles in allem ist das Teacher Training Seminar eine ganz tolle Sache. Wir haben beide auch immer einen riesen Spaß dran. Wir bieten es jetzt seit über 10 Jahren an. Und ich habe geguckt, wir haben 536 Lehrer ausgebildet. Bereits ausgebildet. Ja, also. Vielleicht sehen wir uns bald. Ja, in einem von unseren Seminaren. Okay, super. Danke, ciao.